Jeder, der seinen Tod am Kreuz leugnet und die Auferstehung, der ist vom Teufel. Und da steht in Johannes 8,44 auch. Also wie kannst du mir sagen, der Koran ist von Gott, wenn der Koran keine Grundlagen und keine Indizien und Allah keine Indizien zeigen zum Yahweh Elohim, El Shaddai Adonai, der Gott der Bibel und sein Sohn, die Essenz, das Wort Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, Jesus Christus. Also hör auf, mir irgendeinen Schwachsinn zu erzählen. Ich war 18 Jahre im Islam. Du kannst mir alles erzählen. Ich verstehe diese Religion nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Und ich bin so dankbar dem Vater, dass der Vater mich gerettet hat und mich übergeben hat dem Herrn Jesus Christus. Ich werde mich mit dieser Religion noch so auseinandersetzen. Ich habe alle Mordkommandos auf ein PDF. Ich werde so viele Videos zu dem Thema machen. Ich werde jedes einzelne satanische Hadith herausfinden. Ich werde so viele Videos zu dem Thema machen, damit so viele Muslime gerettet werden von dieser bösartigen satanischen Sunna, die der Mohammed vor 1400 Jahren vollbracht hat und die Muslime immer noch beauftragt, beziehungsweise auch die Daesh, wo ich geboren bin, in Syrien, die ISIS, der islamische Staat, und die Muslime, die Munafikun in Europa, die besagen, ja, das sind doch keine Muslime, doch, das sind die Muslime, genau diejenigen, die Leute getötet haben in mein Heimatland in Syrien, als das angefangen hat vor 15 Jahren. Das sind die wahren Muslime, die Juden und Christen hassen, die meine Geschwister abgeschlachtet und getötet haben. Das sind die wahren Muslime. Und ihr seid Shisha, eure Muslime. Ihr kennt euren eigenen Glauben nicht. Ihr kennt weder die Hadithe, sei Bukhari, sei Muslim. Ihr kennt die Tafsire nicht dazu, die bösartig sind. Ihr kennt nicht diese 25 bestialischen Mondkommandos, die euer Mondgott euch da vorgibt. Also erzählt mir keinen Schwachsinn, dass der Koran ein Gottesbuch ist. Der Koran hat nichts mit der Heiligkeit Gottes aus der Bibel zu tun. Und Allah ist nicht Jahwe, somit ist Allah der Fürst der Welt, nämlich die Schlange, genannt auch der Teufel. Sura 354, Allah, der den ganzen Erdkreis. Ah, tut mir leid, Allah, der Täuscher, der Listenschmied. Und Offenbarung 12, der Teufel, der den ganzen Erdkreis täuscht. Also erzählt mir keinen Schwachsinn. Ich bin wirklich müde von diesen ganzen Menschen, die ihre Religion verteidigen wollen. Aber da gibt's nichts zum Verteidigen. Gäbe was zum Verteidigen, wäre etwas Gutes an dieser Religion dran, dann würde ich sagen, guck mal, das ist gut an dieser Religion, das machen die gut. Aber es ist nichts Gutes an dieser Religion, die sich Islam nennt. Und ich bin so dankbar, dass der Vater mich gerettet hat und mir die Augen geöffnet hat und mich dazu berufen hat, auf jeden Fall den Muslimen zu zeigen, dass diese Religion so dermaßen dämonisch aufgebaut ist. Von Anfang an her. Würden die Muslime einen Film sehen, wie Mohammed seine Religion gegründet hat, auf Terror, dann würde jeder Muslim heute den Islam verlassen und denken, das kann doch nicht der liebende Gott aus der Bibel sein. Der liebende Gott aus der Bibel hat nichts zu tun mit dem Gott aus dem Koran. Also, ich will dieses Thema so oft ansprechen, damit mehr Menschen das hören und zum Nachdenken gebracht werden. Und diese Euro-Muslime, die keine Ahnung haben von den ganzen Mordbefehlen, die ihr Gott ihnen eingibt, weißt du? Und ja, aber was machen diese Euro-Muslime? Die sitzen auf deutsche Kosten, auf europäische Kosten hier, leben friedlich, gehen nicht auf die Befehle ein, die ihr bestialischer Mondgott namens Allah ihnen sagt, sitzen, essen ihren Döner mit Ayran für 10 Euro und leben auf deutsche Kosten, europäische Kosten und arbeiten hier friedlich und sagen, Islam ist Frieden, obwohl der Islam von Grund auf nicht auf Frieden basiert ist, sondern auf bestialischen Mord. Befehlen von ihrem Mondgott, also erzählt mir keinen Schwachsinn von dieser Religion. Ich habe wirklich die Schnauze voll von diesen ganzen Euro-Muslimen. Und das ist keine Hetze, das ist pure Wahrheit. Wirklich, hätte ich jetzt mal ein Zweithandy da, ich könnte euch alle Mord und Befehle allein aus dem Koran gar nicht aufzählen. Wirklich, Leute, wenn ich zu Hause bin, ich werde euch das alles zeigen. Wirklich, ich werde da viele Videos machen zu dem Thema. Und hoffentlich diese ganzen TikTok-Wahhabiten und Salafisten und diese ganzen dämonischen Geister hier auf TikTok, die sich Muslime nennen, mal den Mund zu stopfen mit dem wahren Evangelium und mit ihren eigenen Büchern. Und ja, ich respektiere keine Religion, die basiert ist auf satanischem Glauben. Und die Bibel sagt ganz klar, jeder, der den Sohn Gottes leugnet, der leugnet den Vater und er ist aus dem Teufel, denn der Teufel leugnet den Sohn Gottes in diesem Buch. Und das ist satanisch, denn wer den Sohn leugnet, der leugnet den Vater. Und dann frage ich mich, an welchen Gott glaubst du? Wenn du den Sohn nicht hast, hast du den Vater nicht. Ja, was für einen Gott hast du dann? Ja, ich sag dir, wenn du zum Vater hast, und da Jesus hat es auch gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater, Johannes 8,44. Es gibt nur einen Gott und das ist der Gott der Liebe. Du nervst uns, lass uns in Ruhe. Dann verlass doch mein Leid, wenn du die Wahrheit nicht hören möchtest. Und glaub weiterhin deinem satanischen
Buch und die Sunna, die er vollzogen hat vor 1400 Jahren und die dämonischen Einblicke, die er durch die Hadithe gezeigt hat. Dann verlass mein Leib und glaube weit in dein Schwachsinn und verdamme deine Seele. Ich verdamme meine Seele nicht. Meine Seele gehört dem Herrn Jesus und keinen Mohammed, der selbst nicht wusste, wohin er kommt nach dem Tod. Wann redest du über die Juden? Ich habe kein Problem über die Juden, weil die Juden eines Tages gerettet werden, laut der Bibel, aber ihr werdet vernichtet werden, laut Offenbarung 19, weil ihr genau diejenigen seid, die laut der Bibel uns töten werden in der Endzeit. Ihr werdet eine Umma gründen, ihr werdet einen islamischen Staat gründen in der Endzeit und dann werdet ihr gegen das Lamm Krieg führen und das Lamm ist das Wort Gottes Jesus Christus, der euch alle vernichten wird, meine lieben Muslime. In Offenbarung 19 werdet ihr untergehen, wenn ihr euer Kalifat ausrufen werdet und alle islamischen Nationen sich vereinen werden und in Israel angreifen werden und dann wird das Lamm Gottes vom Himmel herabkommen und jedes Auge wird ihn sehen und dann werdet ihr sehen, dass ihr eure Religion vom Satan ist und dass der Herr Jesus der wahre Gott ist und dann werdet ihr eines Tages dann an einen Ort kommen, den ich euch nicht wünsche. Ihr werdet mit euren eigenen Augen sehen, wie Jesus vom Himmel herabkommen wird und nicht das Kreuz brechen wird oder das Schwein töten wird, sondern er wird euch und eure Religion und eure Umma brechen, die Mohammed gegründet hat, durch den Engel Luzifer, genannt auch Satan, in Berg Jabal in der Höhle von Hira, als er verführt worden ist von der listigen Schlange, genannt auch der Satan, die alte Schlange. Ich bin nicht witzig, ich bin ehrlich und ich sage dir die Wahrheit. Ich habe nicht vor, witzig zu klingen, mein Lieber. Mir geht's gut. Möge der Herr Jesus Christus euch die Herzen öffnen. Mir geht's gut, mein Lieber. Besonders die Muslimas. Die Muslimas. Was, wenn die Muslimas mal die Hadithe durchlesen, was Mohammed gemacht hat mit seinen Sexsklavinnen und mit seinen über 9 Frauen und mit seinen Offenbarungen, zum Beispiel, als er gesagt hat: Ich bekomme meine Offenbarung von Allah, dass ich den Adoptivsohn. Die Frau meines Adoptivsohns heiraten soll, oder wie Aisha die Spermaflecken von Mohammed seine Kleidung abgewaschen hat und er so viele bestialische Sachen getan hat. Also, was haben diese Muslime in dieser Religion zu suchen? Das verstehe ich erst gar nicht. Und wo Mohammed selber gesagt hat, dass es sind mehr Frauen in der Hölle als Männer. Also, obwohl er selber im Totenreich ist, das ist ja die Doppelmoral. Er redet von der Hölle, aber er selbst ist im Totenreich nach seinem Tod, ne? Obwohl. Ja, ich verstehe das nicht. Johannes 3,36, er ist im Totenreich. Laut Johannes 3,36 wartet er auf sein Gericht. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht an ihn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Ja, der Zorn Gottes ist auf ihn geblieben, weil er eine Religion gegründet hat, die vom Feind kommt. Denn die Bibel sagt, verflucht ist ein Mensch oder ein Engel, die euch ein anderes Evangelium verkündigen, als nicht das, was wir euch verkündigt haben. Wenn jemand kommt und euch ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht, sagt die Bibel. Und dieser Engel, der Mohammed die Offenbarung gegeben ist, verflucht und der Mensch auch namens Mohammed, der ist ebenso laut der Bibel verflucht, laut Galater 1, Vers 8 bis 9. Also die Juden haben ihn abgelehnt damals. Mohammed wurde von den Juden abgelehnt. Mohammed wurde von den Christen damals abgelehnt. Mohammed wurde von den Quraysh abgelehnt. Dann hat Mohammed die Quraysh abgeschlachtet und seine Religion auf Terror gegründet, weil er ein armer Mensch war und Reichtum haben wollte und wie Jesus sein wollte. Aber Jesus hat seine Religion bzw. das Christentum nicht auf Gewalt basiert, sondern in Frieden und Harmonie und Liebe durch Gottes Geist. Mohammed hat das aber nicht getan. Mohammed hat zum Schwert gegriffen und alle Grundlagen des ewigen Lebens durch diesen dämonischen Engel, die er quasi bekommen hat, verleugnet. Also, er hat alles, was dir ewiges Leben gibt, laut der Bibel, verleugnet in seinem Buch namens Koran. Der Koran leugnet alles, was dir laut der Bibel ewiges Leben gibt. Und das ist ja dieses Gefängnis im Islam, ne? Das wissen ja die Muslime gar nicht. Und ich nehme ja kein Blatt vor den Mund, sondern ich möchte die Wahrheit aussprechen. Ich habe keine Angst vor der Wahrheit. Die Bibel sagt: Ich bin dein Herr, ich bin dein Gott, ich habe meine schützende Hand auf dich. Wenn 10.000 deiner Feinde vor dir sind, dann wird dir kein Unglück zustoßen, denn ich bin bei dir. So, und ich rede Tacheles, ich rede Wahrheit, und wer aus der Wahrheit ist, der weiß, wovon ich rede. Und die Ex-Muslimen wissen, was ich rede, denn ich bin ein Ex-Muslim. Ich war selber 18 Jahre ein sunnitischer Muslim, und ich als sunnitischer Ex-Muslim kann dir sagen, diese Religion ist vom Teufel. Denn der Teufel leugnet den Sohn Gottes, die Kreuzigung, die Auferstehung, alles, was dir ewiges Leben gibt, das leugnet dein Gott namens Allah. Und Allah ist nicht Jahwe der Bibel. Und das muss ausgesprochen werden, weil
über 1,8 Milliarden Menschen verführt werden in diesen Familientraditionen, antichristlichen Geisterreligionen, die der Dämon, die Dämonen ausgeführt haben. Und Mohammed selbst besessen war, laut Aisha. Aisha selbst hat gesagt, der Kalif ist besessen. Ein Jude hat ihn verzaubert. Er hat sich ausgedacht, dass er mit seinen Frauen Geschlechtsverkehr hatte, hat er aber nicht. Er hat sich ausgedacht, dass er gegessen hat, hat er aber nicht. So, er hatte Wahnvorstellungen, er war krank, psychisch krank, verhext, wie Abdul Memra gesagt hat. Und das, diese, ich weiß nicht, lesen diese Muslime diese Hadithe, wissen sie, was da abgeht in ihren Büchern? Wissen Sie, dass die Bibel sagt, Sie sind Kinder des Teufels, wenn Sie den Sohn Gottes ablehnen und in Ihren Sünden sterben? Wissen Sie, dass die Bibel ganz klar sagt, es gibt nur einen Gott und das ist der Gott Abraham, Isaac und Jakobs und Allah ist nicht Jahwe? Sura 112, Allah ist nicht gezeugt und hat nicht gezeugt. Psalm 2,12, Altes Testament, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Sie denken pervers, Sie denken, Gott hätte einen Akt des Geschlechtsverkehrs gehabt und etwas gezeugt. Ihr seid pervers in eurem Denken. Jesus Christus ist gezeugt, hervorgegangen, ein Wesen mit dem Vater, nicht geschaffen. Er ist ein Wesen, er ist das Wort des Vaters, er ist das Wort Gottes. Und Allah sagt aber, er hat nicht gezeugt. Das bedeutet, Allah ist nicht Jahwe, denn Jahwe, der Vater, hat den Sohn nicht geschaffen, sondern hervorgegangen, gezeugt. Seit Ewigkeiten schon immer ist er ein Wesen mit dem Gott, dem Vater. Also der Gott der Bibel ist der wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Jesaja 44, 24, und das ist Jesus Christus. Du, o Herr, spricht der Vater zum Sohn in Hebräer 1, 9 bis 10, du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und der Himmel sind das Werk deiner Hände. Der Vater nennt den Sohn Gott in Hebräer 1, 8. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt. Ja, der Vater nennt den Sohn Gott. Was interessiert mich dann, was ein Mondgott namens Allah dann über Isa ibn Mariam sagt? Weil Isa ibn Mariam ist nicht Jesus Christus aus der Bibel. Ihr müsst mich verstehen. Wer ein bisschen Allgemeinwissen hat und ein bisschen Ahnung hat vom Koran, von den Hadithen und von der Bibel, der weiß, dass diese Religion komplett falsch ist. Komplett vom Feind übernommen. So dermaßen verstockt, hochmütig, arrogant und zu stolz zu glauben, dass Jesus der wahre Gott ist. Was die Tora sagt und das Neue Testament sagt. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der Sohn hat uns den Vater gezeigt. Und dann steht in Hebräer 1,1, 1,2, 1,3, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf viele Weise zu den Vätern gesprochen hat durch die Propheten. Also der Vater hat damals durch die Propheten gesprochen. Hat der Vater in den letzten Tagen zu uns gesprochen durch den Sohn. Den Sohn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch den Sohn hat der Vater auch die Welten geschaffen. Er ist das Wesen, ein Wesen mit dem Vater. Öffnet eure Herzen für das Evangelium Gottes. Lies die Tora, lies das Injil. Kommt zur Wahrheit, rettet eure wunderschönen Seelen vor dem Höllenfeuer, vor dem Feuerofen. Die Bibel sagt, jeder, der den Sohn Gottes ablehnt, dann kommt in den Feuerofen, in die Feuersee. Denn du kannst nicht durch deine eigenen Werke in den Himmel kommen. Du kannst nicht sagen, ich bin ein guter Mensch. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Du kannst nicht vor Gott gut stehen durch deine eigenen Werke. Selbst Mohammed wusste nicht, wohin er kommt. Und laut der Bibel ist er im Totenreich und wartet ebenso auf sein Gericht. Und wie jeder andere Muslim, der nicht Buße tut und umkehrt zum wahren Gott, zu deinem ursprünglichen Gott. Damals gab es keine Muslime in Arabien, im Osmanischen Reich, in Jemen, in Syrien, in Irak, in Iran, in Israel, da gab es keine Muslime damals, das waren alles Juden und Christen, bis der Teufel eine neue Religion gegründet hat, die alle Grundlagen des ewigen Lebens der Christenheit leugnet. Komm zu deinem wahren Schöpfer zurück und tue Buße. Hör auf, diese schwarze Flagge in dein Profil zu haben und diese lächerlichen Koranverse, die du selbst nicht verstehst. Hör auf, die Menschen zu manipulieren. Hör auf, an einen Gott zu glauben, der Hass in seinem Buch reinschreibt. Der hasst die Juden und die Christen. Allah hat ein Problem mit den Juden und Christen. Sure 2, Sure 9 und in Sure 200 irgendwas, ich habe es in meiner Story drinnen, da steht ganz klar, dass Allah auftragt, jeden Menschen zu töten, nicht nur die Juden und die Christen, sondern Allah befiehlt, die ganze Welt zu erobern. Das ist der Teufel, der die Weltherrschaft möchte. Das ist der Teufel aus ihrem Buch, der möchte, dass alle Juden und Christen und Menschen getötet werden, wenn sie nicht den Islam annehmen, wenn sie diese Glaubensbekenntnis der Muslime nicht aussprechen. Und die Bibel sagt ganz klar, spreche diese Schahada aus. Und diese Schahada schickt dich laut der Bibel in die Hölle.
Ja, wenn du die Schahada aussprichst, die Muslime sind beauftragt, vor ihrem Tod die Schahada aufzusagen. Und die Bibel sagt ganz klar, sag das auf und glaub das und du gehst in die ewige Hölle. Denn durch die Schahada leugnest du den Sohn Gottes und du bekennst diesen Mondgott und verherrlichst einen Menschen, der über 9 Frauen hatte, Aisha mit 9 Jahren penetriert hatte, Menschen getötet hat, Kriege vollzogen hat, seine Religion auf Schwert und Völkermord basiert hat. Also ich verstehe euch wirklich nicht. Ich verstehe wirklich nicht, ne? Und mich interessiert auch nicht die Meinung eines Muslims. Denn wenn er wirklich Ahnung hätte, dann hätte er gewusst, ich rede von der Wahrheit. Jeder Salafist und jeder Wahhabite weiß, dass ich die Wahrheit rede. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat über die Sunna, die Mohammed vollzogen hat, der weiß, wovon ich rede. Aber ihr Shisha, eure Muslime, Munafikun, ihr würdet selbst vom Islamischen Staat abgeschlachtet werden für eure Munafik-Haltung gegenüber der Sunna, die Mohammed vollzogen hat vor 1400 Jahren. Selbst der Islamische Staat würde euch abschlachten, weil ihr nicht die Sunna nachgeht, die Mohammed euch gegeben hat, nämlich jeden Menschen zu töten, die nicht den Islam annehmen und nicht an Allah glauben oder die Jizya zahlen. So das erträgt dein Gott dir auf, der nicht Gott ist. Denn der Gott der Bibel würde niemals sagen, tötet Juden und Christen, wie Allah sagt in Sura 9. Rette deine Seele vor dem kommenden Zorn Gottes. Die Bibel sagt, sie hätten gerettet werden können, aber sie waren zu stolz, die Wahrheit anzunehmen. Sie hätten gerettet werden können, aber sie haben der Wahrheit nicht Gehorsam geleistet. Die Bibel redet selbst in der, ja, in der Zukunftsredeart zu den Menschen. Redet in 1. Timotheus, glaube ich, was ich vorhin gelesen habe. Sie hätten gerettet werden können, aber das Wort des Kreuzes ist eine Torheit für die Muslime. Sie hassen das Kreuz, die Muslime. Sie hassen die Erlösung Gottes Christus am Kreuz. Warum? Weil ihr Gott am Kreuz, durch das Werk am Kreuz des Herrn Jesus gerichtet worden ist, ihr Allah. Die Schlange wurde gerichtet durch das Werk am Kreuz und darum hasst dieser Gott namens Allah das Kreuz und die Auferstehung, weil er gerichtet ist und er wird erneut gerichtet werden, wenn Allah, wie auch in Sahih al-Bukhari steht, ganz klar, Allah fürchtet sich vor den Menschen, der sich nennt am Tag des jüngsten Gerichts, Yawm al-Qiyamah, König der Könige. Allah fürchtet sich vor diesen Menschen, der sich nennt König der Könige, Malik al-Malik. Und wer ist der Könige, Offenbarung 19? Jesus Christus. Er wird erneut auf den Kopf der Schlange zertreten in Offenbarung 19 und deine schlangenartige Religion ein für alle Mal vernichten, wenn er in seine Herrlichkeit, in seine Allmächtigkeit kommen wird mit allen Heiligen und allen Heiligen, Seraphimen, Cherubimen, Erzengeln und eure Augen so dermaßen aufgespreizt werden, dass ihr denkt, was habe ich nur getan? Warum habe ich diesen Kalifats-Umma satanischen Glauben geglaubt und nicht den wahren Sohn Gottes aus der Tora und aus dem Neuen Testament? Eines Tages werdet ihr sehen, was das für eine bestialische Religion ist, wenn das Kalifat ausgesprochen wird in der Endzeit. Und ihr sehen werdet, dass das Lamm euch überwinden wird, denn er ist das Wort Gottes und er wird in seine Allmächtigkeit kommen. Als Löwe wird er diesmal kommen und nicht als Schaf. Es ist so unfassbar. 1,8 Milliarden Menschen glauben an diesen Schwachsinnsbuch, der sich Koran nennt. Ich glaube, ich kriege die Krise. Denken Sie nicht einmal, vergleichen Sie das nicht einmal mit der Tora. Die Muslime sagen ja, wir lieben die alten Propheten. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was die alten Propheten gesagt haben und prophezeit haben. Denn die alten Propheten verkündigten den Sohn Gottes, wie Jesus gesagt hat. Moses hat von mir geschrieben, Daniel hat von mir geschrieben, König David hat von mir geschrieben, Jesaja hat von mir geschrieben. Sie haben alle den Sohn Gottes verkündigt. Sie haben alle Jesus als Gott verkündigt und keinen sterblichen Isa ibn Mariam. Engel Gabriel verkündigt den Sohn Gottes, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Was für einen Satansglauben, glaubt ihr, meine lieben Muslime? Engel Gabriel verkündigt den Sohn Gottes, alle Propheten verkündigen den Sohn Gottes. Jeder verkündigt den Sohn Gottes, selbst die Dämonen, selbst die dämonischen Geister in Lukas 8 verkündigen und bezeugen den Sohn Gottes. Wer seid ihr? Ihr seid schlimmer als die Dämonen in eurem Unglauben, denn die Dämonen kennen den Namen Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesu el-Messih, der ewige Sohn Gottes. Selbst die Dämonen kennen ihn, denn sie haben ihn damals haben sie ihn geehrt, damals haben sie ihn geliebt, damals haben sie am Thron Gottes ihn gedient, den Sohn Gottes.
in seine Herrlichkeit, aber dann sind sie verführt worden von Luzifer und Luzifer täuscht euch Muslime. Luzifer ist euer Gott, wie der Herr Jesus sagt in Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater, wenn ihr nicht erkennt, dass ich der Sohn Gottes bin, dann habt ihr den Teufel zum Vater und ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Sohn Gottes bin, in Johannes 8,24. Es ist die Tatsache, dass eure Religion so dermaßen getäuscht ist und so dermaßen blasphemisch gegenüber das Kreuz ist und gegenüber alle Grundlagen der Christeneinheit. Es ist unglaublich. Du musst dir einmal nur kurz 10 Minuten einen Überblick von der Tora einnehmen und dann guckst du dir mal an, was die Propheten gesagt haben, dann guckst du dir an, was Engel Gabriel verkündigt hat und die Chronologie vom Alten Testament bis zum Neuen Testament vergleichst du. Du vergleichst alles und dann siehst du, dass der Islam kompletter Hirndünnschiss ist gegenüber den ersten zwei Büchern, Altes und Neues Testament, in der Hinsicht natürlich sind alles einzelne Bücher, aber du merkst dann, dass der Islam überhaupt keinen Sinn macht, dass Allah überhaupt keinen Sinn macht, dass der Koran überhaupt keinen Sinn macht. Wenn du wirklich mal einen Überblick vom Alten und vom Neuen Testament hast, dann merkst du, dass das Injil die Wahrheit ist und dass ihr Gott sie alle täuscht. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da Jesus hat nicht gesagt, nach mir kommt ein Prophet namens Mohammed. Mohammed ist nicht in der Bibel. Mohammed ist laut der Bibel Matthäus 7 und Galater 1, Vers 8, 9 der falsche Prophet. Und Offenbarung 20, 14 kommt er in die Feuersee. Und dein Gott namens Allah auch, Offenbarung 20, 10, der Teufel, der den ganzen Erdkreis getäuscht hat, der kommt auch in die Feuersee. Weil Allah hat Angst vor den Menschen, der sich nennt König der Könige und das ist Jesus Christus, der ihn dann in den Feuerofen schmeißen wird. Offenbarung 20, 10. Aber die Bibel sagt auch, Gott, ja, sie haben eine Täuschung bekommen vom Teufel. Ne? Sie sind verstockt. Sie können nicht glauben. Die meisten von denen sind zu stolz und arrogant in ihren antichristlichen Geistern, dass diese dämonischen Geister nicht glauben können in ihren Körpern, dass Jesus der Herr ist. Es sind so viele verstockte Menschen in der Endzeit. Dämonische Lehren breiten sich aus. Selbst in der Christeneinheit kommt Spaltung und sind dämonische Lehren im Umlauf. Und da möchte ich nicht mal vom Islam anfangen, was für eine dämonische Lehre und Spaltung innerhalb. Wo siehst du in 1400 Jahren, seitdem es dem Islam geht, Frieden? Wo ist euer Frieden? Mohammed hat da keinen Frieden geübt. Die Kalifen haben und Abu Bakr und die ganzen anderen schwachsinnigen Menschen haben keinen Frieden geübt. Und seit 1400 Jahren gibt es im Nahen Osten und in meinem Heimatland in Syrien auch keinen Frieden. Wo ist euer Frieden? Jesus sagt, ich bin der Prinz des Friedens. Ich gebe euch einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Ihr seid Kinder Gottes, sagt der Herr Jesus. Ich bin kein Sklave des Teufels, ich bin kein Sklave Allahs. Ich bin ein Kind Gottes, freigesprochen durch den Sohn. Das Urteil trifft mich nicht, nicht weil ich ein guter Mensch bin, nicht weil ich gute Werke getan habe, sondern weil ich mich als einen Sünder bekannt habe und geglaubt habe und der Vater mich seit der Grundlegung der Welt an vorherbestimmt hat zur Sohnschaft in Christus Jesus in den himmlischen Regionen, in Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 2. Ich bin ein Kind des Allerhöchsten Gottes. Was bist du, mein lieber Muslim? Laut deinem Koran bist du ein Sklave und laut dem Koran hast du keine Hoffnung, in den Himmel zu kommen, weil du keine Ahnung hast, ob du in den Himmel kommst. Du kannst sagen, Inshallah, Bruder, ich komme in Jannah, aber Jannah wirst du nicht sehen, weil dein Prophet auch nicht in Jannah ist, laut Johannes 3,36, sondern auf sein Gericht wartet. Also öffne dein Herz für die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Der Herr Jesus sagt in Johannes 18,37, was sehr krass ist. Der Herr Jesus sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, folgt dem Sohn Gottes nach. Und dann sagt der Herr in Johannes 10, 27 bis 30, meine Schafe, meine Kinder hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus Christus ist eins mit Gott, dem Vater. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Und wer an den Sohn glaubt, der glaubt an Gott, den Vater. Weil er eine Essenz, ein Wesen aus dem Vater hervorgegangen, gezeugt, nicht geschaffen, wahrer Gott vom wahren Gott ist.
Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und ihr denkt zu pervers, meine lieben Muslime, dass ihr denkt, dass Gott Geschlechtsverkehr hat, weil ihr pervers denkt. Ihr denkt menschlich, wie der Herr Jesus sagt. Ihr seid fleischlich, ihr seid menschlich. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Ihr könnt sie aber nicht hören, weil ihr nicht den Geist Gottes habt. Hättet ihr den Geist Gottes, dann würdet ihr den Sohn Gottes glauben. Und wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat den Vater und den Geist. Aber ihr könnt meinen Worten nicht glauben, denn wenn jemand aus Gott ist, der hört meine Worte. Aber ihr könnt sie nicht hören, weil ihr nicht aus Gott seid. Weil ihr fleischlich gezeugt seid, aber ihr seid nicht geistlich wiedergeboren im Heiligen Geist. Und darum versteht ihr meine Rede nicht, wie der Herr gesagt hat. Und dann sagt der Herr, ihr versteht nicht. Warum? Weil ihr den Teufel zum Vater habt und ihr habt nicht Gott zum Vater. Und ich nehme mir kein Blatt vor den Mund. Und ich nehme mir kein Blatt vor den Mund. Warum? Weil die Menschen die Wahrheit hassen. Der Herr Jesus sagt, sie werden euch hassen, sie, wie sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Haben sie auf mein Wort nicht gehört, werden sie auf euer Wort auch nicht hören. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und es kommt der Tag, an dem sie euch töten werden, um meinen Gott einen Gefallen zu tun. Und das hat Mohammed durch seinen satanischen Sunna-Glauben getan. Allahu Akbar geschrien und den Menschen getötet seit über 1400 Jahren. Und die Bibel prophezeit diese Menschen, die die Christen und die Juden abschlachten werden, um Gott einen Gefallen zu tun, ihren Götzen, ihren Luzifer-Gott, ihren Baal, ihren Belial, der Dämon, der gerne sieht, dass die Juden und die Christen abgeschlachtet werden. Und das liebt euer Gott namens Allah in Sura 9, sagt er ganz klar, tötet die Juden und die Christen, wenn sie nicht an mich glauben und die Jizya nicht zahlen. Rette deine wunderschöne Seele vor dieser Religion. Rette deine wunderschöne Seele vor deinem Unglauben gegenüber Gott. Mit Atheisten brauche ich erst gar nicht anfangen. Denn bei Atheisten kriege ich langsam die Krise. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich in den Himmel schaue, dann sage ich Halleluja. Schaue ich auf diesen Baum hinter mir, sage ich Halleluja. Schaue ich auf den Aufbau des Menschen, sage ich Halleluja. Sehe ich den Mond und die Sterne, sage ich Halleluja. Gepriesen sei Jahwe, der alles geschaffen hat. Warum? Weil ich nicht glauben kann, mathematisch gesehen und wissenschaftlich nicht gesehen und theologisch gesehen macht es keinen Sinn, dass nichts erschaffen kann, dass eines Tages eine Explosion entstanden hat und plötzlich ist eine Zelle zur anderen Zelle und dann kam ein Fisch und dann vom Fisch kam ein Affe und vom Affen kam ein Mensch. So einen Blödsinn glaube ich nicht und es tut mir leid. Wenn du glaubst, dass du ein Affe bist, dann glaub, dass du ein Affe bist. Ich bin kein Affe. Ich bin nach dem Bild meines Vaters geschaffen. Ich bin nach dem Bild Gottes geschaffen, sagt 1. Mose. Wenn du ein Affe sein möchtest, du kannst ein Affe sein. Ich glaube nicht an Charles Darwins Affentheorie. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Der Herr Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Herr Jesus ist der sichtbare Gott. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen worden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Der Vater hat durch das Wort Jesus alles geschaffen. Alles Sichtbare und Unsichtbare wurde durch Jesus geschaffen. Und das bestätigt das Alte Testament in Sprüche 8. In Sprüche 8 liest du, wie der Sohn Gottes seit Ewigkeiten schon beim Vater war im Alten Testament und dass der Herr Jesus der Werkmeister ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und durch ihn ist alles geschaffen. Jesus Christus ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Das sagt uns das Alte und das Neue Testament. Hebräer 13, Vers 8. Jesus war, Jesus ist und wird für immer derselbe sein. Jesus sagt in Offenbarung 22, 13 auch, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Der Herr Jesus hat keinen Anfang und er hat auch keinen Ende. Der Herr Jesus ist der wahrhaftige Gott und jeder, der nicht Jesus als seinen Gott hat, der hat den Teufel zu seinem Vater. Ihr habt nicht Gott zum Vater, wenn ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt, sondern ihr habt den Teufel zum Vater, wie der Herr Jesus zu den Juden gesagt hat in Johannes 8, 44, als sie nicht an ihn geglaubt haben. Tue Buße und kehr um. Tue Buße und rette deine Seele vor dem Ort, der genannt wird Sheol, Hades, Gehenna, Totenreich. In der äußersten Finsternis, wo der Wurm nicht stirbt, wo das Heulen und das Zähneknirschen sein wird, wo das Feuer niemals erlischt, wo die Pein nicht mal weggeht von einem Menschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit werden sie gepeinigt werden, Tag und Nacht und haben keine Ruhe und werden niemals Tageslicht sehen, weder
Wasser trinken, weder werden sie was essen, sondern sie werden leiden, sagt die Bibel, weil sie dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam waren. Und dann sagt Paulus ganz klar, sie werden ewige Strafe erleiden, weil sie zu blind waren für die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Kein Mensch kommt zum Vater außer durch mich. Nur durch den Sohn kommst du zum Vater. Der Sohn ist die Brücke zum Vater. Der Sohn ist der Mittler zwischen Gott, dem Vater und den Menschen. Der Herr Jesus hat Frieden gestiftet durch das Werk am Kreuz und hat alles mit sich selbst versöhnt. Was im Himmel und was auf Erden ist, hat er durch das Werk am Kreuz Versöhnung gebracht. Und durch das Blut, das er vergossen hat, haben wir jetzt Versöhnung zum Vater. Und wir sind freigesprochen durch den Sohn. Wir sind freigesprochen durch das Urteil, das gesprochen wurde für jeden Menschen, nachdem die Sünde in die Welt kam, im Garten Eden, als Eva verführt worden ist von der Schlange. Genau dieselbe Schlange, die die Muslime heute täuschen, beziehungsweise alle anderen Religionen, die von der Schlange kommen, die nicht den Sohn Gottes bestätigen. Die Bibel sagt, es gibt einen Retter. Jeder hat auf den Messias gewartet und keinen Isa ibn Mariam, sondern sie haben gewusst, der Messias ist Gott in Fleisch. Das sagt uns ganz klar die Bibel in Jesaja 9, Vers 5 im Alten Testament. Sie wussten, der Messias ist der Heilige Gottes. Sie wussten, der Messias, die Juden wussten, der Messias ist der Sohn Gottes, Gott im Fleisch. Allah hat keine Ahnung, wenn der Messias ist. Allah lügt euch an. Der Messias ist im Alten Testament Gott. Und im Neuen Testament hat er sich offenbart als Gott und hat das Wesen Gottes gezeigt. Er hat Blinde die Augen geöffnet. Er hat Tote auferweckt. Er hat Sünden vergeben. Zum Beispiel hat er gesagt, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagen und sprechen die Pharisäer in ihren Herzen, wer kann Sünden vergeben als nur der eine Gott? Und dann spricht der Herr Jesus in Vollmacht und Autorität. Ihr müsst wissen, dass der Sohn des Menschen die Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Jesus hat das Wesen des Vaters. Er ist eins mit dem Vater. Was der Vater tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und was der Sohn tut, das tut auch der Vater. Und wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher will. Und wer den Sohn nicht ehrt wie den Vater, der ehrt den Vater nicht. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt Gott den Vater nicht. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Das sagt uns die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Ich respektiere nicht den Teufel, der den Sohn Gottes leugnet, die Kreuzigung und die Auferstehung in der Religion des Islams. Ich respektiere nicht den Teufel, der die Menschen in die Feuersee bringt. Ich respektiere dich als Mensch, ich respektiere dich als Person, aber ich respektiere nicht den dämonischen Geist hinter dir, der dich in den Unglauben zwingt gegenüber den Heiligen Gottes, den Sohn Gottes, und der dämonische Geist dich in die Hölle führt und deine Seele verdammen möchte. Ich respektiere und liebe dich als Person, ich liebe dich vom ganzen Herzen als Person, aber nicht den Geist des Teufels, der den Sohn Gottes ablehnt, die Kreuzigung und die Auferstehung ablehnt. Ich liebe jeden Menschen vom ganzen Herzen. Ich liebe die Muslime, aber ich liebe nicht die dämonischen Geister hinter den Muslimen, hinter den Atheisten, hinter den Buddhisten, hinter den Hinduisten, hinter den Agnostikern, die den Sohn Gottes ablehnen, die Kreuzigung und die Auferstehung, die Grundlage des ewigen Lebens ablehnen. Ich liebe dich, aber ich liebe nicht den Teufel. Wenn du mir sagen kannst, wo in der Bibel Jesus sagt, dass er Gott ist, konvertiere ich. Ganz klar, in Johannes 10, Vers 3 sagt er, ich und der Vater sind eins. Oder Johannes 14, Vers 9. Herr, zeig uns den Vater, spricht Philippus. Und da sagt er, Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat Gott den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Weißt du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich tue, ich rede ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Oder in Johannes 8, 58 sagt der Herr Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Und dieses bin ich ist aus 2. Moses, Kapitel 3, Vers 14, als Gott zu Moses gesprochen hat, sagt den Kindern Israels, ich bin, hat dich gesandt. Das ist der Name JHWH, YHWH. Und Jesus sagte, ich bin Jahwe, ich bin Gott. Und sie wollten ihn steinigen, weil er gesagt hat, dass er Gott ist. Und dann hat er sie gefragt, warum wollt ihr mich steinigen? Und dann sagen die Juden, du bist ein Mensch und behauptest, Gott zu sein. Darum wurde Jesus gekreuzigt wegen Blasphemie, meine lieben Muslime, weil er gesagt hat, ich bin Gott.
Er sagte, ich bin Jahwe. Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich werde vom Himmel herabkommen in meine Herrlichkeit. Und jedes Auge wird mich sehen, sagt der Herr Jesus in Markus 14, 61, 62. Der Herr Jesus hat ganz klar gesagt, er ist Gott. In Offenbarung 1, 17, 1, 18. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Oder die Anbetung des Lammes in Offenbarung 5, 13. Jedes Geschöpf im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und alles, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist. Hörte ich sagen, der auf dem Thron sitzt, der Vater und dem Lamm, Jesus Christus, gebührt die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jedes Knie wird sich dann von dem Lamm beugen, Jesus Christus, und ihn anbeten, weil Jesus der Herr ist. Jesus sagt, ich bin der Herr. Jesus ist Herr. Jesus ist Jahwe. Und das kannst du vergleichen. Jesaja 43, 3, Altes Testament, Lukas 2, 11, Neues Testament. Jesaja 65, 66, 15 bis 17, Offenbarung 19. Du kannst das alles vergleichen, vom Alten bis zum Neuen Testament, und dann siehst du, Jesus ist Gott. Und Jesus hat so oft gesagt, dass er Gott ist. Ihr seid so dermaßen verblendet von dem dämonischen Geist, der den Sohn Gottes leugnet und die Kreuzigung und die Auferstehung. Der Teufel, der den ganzen Erdkreis täuscht. Es gibt nur eine Wahrheit, und das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Gott, und das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ein Gott, ein Wesen, eine Essenz, drei Personen. Drei in eins. Und dann sagen die Muslime, ey, wie kann das bitte sein, dass Gott bitte drei Personen hat? Ja, mein Lieber, woher soll ich das wissen? Aber was die Bibel uns sagt, das glaube ich, dass Gott gleichzeitig drei, gleichzeitig eins ist, aber ein Gott ist. Schema Israel, höre Israel, euer Gott ist ein Gott. Und wenn du das im Hebräischen und Altaramäischen anguckst, dann weißt du, dass Gott Echad ist. Gott ist Echad, Gott ist eine Einheit. Gott bildet Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott sagt in Jesaja 48, 16, spricht der Sohn, und nun hat mich der Vater und sein Geist gesandt. Der Sohn wird unterschieden vom Vater und der Sohn und der Vater unterschieden vom Geist. Oder Johannes 14, 26, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also wie Gott in seiner Allmächtigkeit genau arbeitet in seinen drei personalen Wesen, ein Gott, ein Wesen, drei Personen, weiß ich nicht. Aber ich als Mensch bin auch Körper und ich bin gleichzeitig auch Seele und ich bin auch gleichzeitig Geist. Woher weiß ich das? Keine Ahnung, weil das so geschrieben ist und ich glaube daran. Warum? Weil ich das selber merke, weil ich eine ewige Seele bin und ich habe meinen Geist, meine Persönlichkeit und den Heiligen Geist natürlich. Und ich habe auch mein Fleisch, das sieht man ja. Und das Witzigste ist ja, Sure 100, Vers 12. Sure 112, Allah ist einer, ist nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Und das Alte Testament, das bewiesen ist, dass es komplett wahr ist, in Psalm 2,12 spricht der Vater über den Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also man sieht, wie der Teufel im Koran ganz klar den Sohn Gottes verleugnet und verleugnet, dass er gezeugt ist. In der Hinsicht, sie haben ein falsches Verständnis von gezeugt. Gezeugt ist nicht geschaffen, aus dem Vater hervorgegangen, gezeugt nicht geschaffen, seit Ewigkeit mit dem Vater ein Wesen. Nicht geschaffen, sondern hervorgegangen, ein Wesen, eine Essenz mit dem Vater, das Wort des Vaters, Jesus Christus. Das ist der Unterschied und das versteht ihr nicht. Warum? Entweder ihr habt keine guten Deutschkenntnisse oder ihr habt einfach keine Ahnung, weil der Geist des Antichristen in euch nicht so arbeitet, wie er eigentlich tut oder beziehungsweise wie eigentlich der rationale Mensch denken würde durch den Heiligen Geist, weil der Herr Jesus ganz, ganz klar gesagt, ich rede von irdischen Dingen. Was ist, wenn ich von himmlischen Dingen reden werde, dann könnt ihr überhaupt nicht verstehen. Ich rede von irdischen Dingen und ihr versteht mich nicht. Wenn ich anfange, von himmlischen Dingen zu reden, dann könnt ihr überhaupt gar nichts verstehen. Und das ist so traurig. Ne? Es gibt zwei Geister. Der Geist Gottes, der bekennt, dass Jesus der Herr ist, Gott ist, der ewige Sohn Gottes, gekreuzigt und auferstanden. Das ist der Geist Gottes, der das bekennt aus allen Menschen. Und der Geist des Teufels, des Antichristen, der nicht bekennt, dass Jesus der Herr ist, der nicht bekennt, dass er der Sohn Gottes ist, der nicht bekennt, dass er gekreuzigt und auferstanden ist. Es gibt die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Und die Kinder Gottes bekennen den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes. Und die Kinder des Zorns, des Satans, verleugnen den ewigen Sohn Gottes und dass er ins Fleisch gekommen ist. Und das sagt die Bibel ganz klar. Irregeleitete, dämonische Geister, die nicht bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes gekreuzigt und auferstanden ist. Warum? Ja, weil der Teufel durch das Werk am Kreuz gerichtet ist. Der Teufel ist durch das Werk am Kreuz, durch den Herrn Jesus gerichtet.
Der Fürst der Welt ist gerichtet. Und darum sage ich den Muslimen auch immer, der Islam wäre nicht entstanden, wenn Jesus nicht gekreuzigt wurde. Da aber Jesus gekreuzigt wurde, ist der Islam entstanden, weil der Teufel eine neue Religion gründen müsste, um alle Grundlagen des ewigen Lebens zu verleugnen. Und das verstehen Sie nicht. Sie verstehen nicht, dass der Teufel eine Religion gründen müsste, damit die Menschen verloren sind. Und das ist der Islam, die alle Grundlagen des ewigen Lebens der Christenheit verleugnet. Und die Lehre der Apostel, die Lehre des Herrn Jesus verleugnet, die Lehre der alten Propheten verleugnet. Ich sage den Muslimen immer, entweder ihr folgt blind Mohammed nach oder ihr folgt den alten Propheten nach. Und wenn die Muslime die alten Propheten nachfolgen würden, würden sie den Sohn Gottes nachfolgen, denn die Propheten damals haben den Sohn Gottes verkündigt. Also sie sind zu stolz, weil sie sagen ja immer, wir lieben alle Propheten. Nein, tut ihr nicht, ihr kennt die alten Propheten nicht. Würdet ihr den alten Propheten glauben, würdet ihr den Sohn Gottes glauben. Ihr folgt blind diesen kranken Menschen nach, der Sexsklavinnen hat, der eine Neunjährige penetriert hat, Pädophilie betrieben hat, mordlistig war, Völkermord betrieben hat und die ganze Welt fast in sich getäuscht hat damals vor 1400 Jahren. Also glaube weiter in diesen Schwachsinn, der dich in die ewige Feuersee schickt, Offenbarung 2014, Offenbarung 2015, oder tu deine Seele ein Gefallen und glaube endlich an das ewige Leben, die Person Jesus Christus, die das ewige Leben ist, und empfange Gnade von Gott dem Vater durch Christus Jesus, der am Kreuz deine Sünden auf sich genommen hat und durch sein Blut, was er vergossen hat für dich, dir ewiges Leben versprochen hat. Aber die meisten von euch Muslimen, ihr seid zu stolz, zu arrogant, zu hochmütig, dass ihr glaubt, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Das sagt das Alte und das Neue Testament. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Gott kam in seiner Schöpfung als ein Mensch, wie prophezeit worden ist von den Propheten Jesaja. Aber ihr seid zu stolz, arrogant und hochmütig, das zu glauben. Ihr seid einfach vernebelt durch diesen dämonischen Geist des Antichristen, dass ihr nicht glauben könnt, was aus dem Munde des Herrn Jesus kommt oder aus dem Heiligen Geist auf meinen Mund kommt. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Wärt ihr aus Gott, würdet ihr meine Worte glauben. Da die meisten aber von euch nicht aus Gott seid, könnt ihr nicht glauben. So, rede ich jetzt für Menschen oder rede ich für Gott? Ganz klar rede ich für Gott. Warum? Weil ich suche nicht die Ehre der Menschen. Ich habe lang genug als Muslim gelebt. Ich habe lang genug als fleischlicher Mensch gelebt. Ich habe die Schnauze voll. Nee, ich lebe für Gott. Warum? Weil Gott Mensch wurde in Jesus Christus, hat meine Sünden vergeben und ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat sich anspucken lassen, geschlagen lassen und hat dann selbst für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nachdem er das alles durchgemacht hat, schlaflose Nächte durchgemacht hat, im Prätorium sich auspeitschen lassen hat und bestialisch von diesen Römern gefoltert worden ist und dann gekreuzigt worden ist. Und wenn du das medizinisch dir anguckst, was der Herr Jesus für uns durchgemacht hat, dann würdest du auf die Knie gehen und sagen, danke Gott in Christus, dass der Vater durch den Sohn gesprochen hat, dass der Vater durch den Sohn uns ewiges Leben geschenkt hat, dass der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat und dass wir durch den Sohn leben sollen. Ihr wisst nicht, dass der Teufel durch das Werk am Kreuz gerichtet worden ist. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, sagt der Herr Jesus. Jetzt wird der Fürst der Welt, der Satan, hinausgeworfen werden. Der Satan ist gerichtet. Er ist gerichtet durch den Sohn Gottes. Darum musste der Teufel eine neue Religion gründen, um die Kreuzigung zu leugnen und den Sohn Gottes zu leugnen und die Auferstehung. Und das ist der Koran, der 600 Jahre später entstanden ist, um alle Grundlagen des ewigen Lebens zu verleugnen. Prüft das nach. Wirklich, prüft das nach und kommt zur Wahrheit. Es ist so krass. Rettet eure Seelen, bevor es zu spät ist. Es ist Endzeit. Es ist Endzeit. Es ist keine Zeit mehr für Spaß zu machen und sagen, oh, ich mache eine Debatte mit dem Muslim. Oh, habt ihr geguckt, ich habe diesen Muslim mundtot gemacht. Ich mache keine Debatten. Würde ich Debatten machen und mich fokussieren auf Debatten, ich würde jeden
Shisha, Euro, Munafik, Muslim hier auf TikTok mundtot machen. Ich würde jeden von denen mundtot machen, aber ich habe es nicht nötig, mich zu rechtfertigen, weil ich habe Besseres und bessere Gaben von Gott, dem Vater, durch den Sohn bekommen, um meine Gaben in das Evangelisieren zu legen, anstatt mit sinnlosen, hirntoten, antichristlichen Geistern zu sprechen, die keine Ahnung haben von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Ich habe keine Lust, mit solchen dämonischen Geistern zu debattieren und es macht auch keinen Sinn. Es trägt auch keine Früchte. Darum verstehe ich diese ganzen Christen hier auf TikTok nicht, die sich gegenseitig mit diesen Muslimen immer ausschlagen und sich gegenseitig fertig machen. Möge der Vater und der Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes jeden antichristlichen Geist die Augen öffnen und diesen dämonischen Geist aus den Menschen hinwegnehmen, damit der Mensch endlich frei sein kann von diesem dämonischen Geist, der den Sohn Gottes verleugnet und die Kreuzigung. Damit die Augen derer geöffnet werden, von denen, die geschlossen wurden wegen der Verstocktheit ihres Herzens, weil sie zu blind sind, die Wahrheit anzuerkennen. Und sie hätten durch die Wahrheit gerettet werden können, aber sie waren ungehorsam dem Evangelium gegenüber und verdammen sich selber in die ewige Hölle durch ihren Unglauben und die Lästerung gegenüber dem Heiligen Geist, wenn sie in ihren Sünden sterben und den Sohn Gottes verleugnen. Sie schicken sich selbst in die Hölle. Der Mensch schickt sich selbst in die Hölle. Wenn jemand sagt, Gott schickt einen Menschen in die Hölle, so ist dieser Mensch ein Lügner. Gott liebt dich und Gott möchte nicht, dass du in die Hölle kommst. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, damit du durch den Sohn leben sollst. Du schickst dich durch deinen Unglauben selbst in die Hölle. Ganz klar. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, in die Hölle geht, sondern ewiges Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Du bist in deinem Gericht, mein lieber Muslim. Du bist schon in deinem Gericht. Du musst Buße tun, um aus dem Gericht rauszukommen. Die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der tretet von Tod zum Leben hindurch. Du, mein lieber Muslim, du, mein lieber antichristlicher Geist, du bist noch in dem Tod, wie der Herr Jesus gesagt hat. Du bist noch in diesem Gefängnis vom Islam. Du bist noch in diesem Tod. Der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, der tretet von Tod zum Leben hindurch. Der Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, niemals dürstet und niemals hungert. Der Herr Jesus ist das lebendige Brot, er ist das Manna, er ist Gott in Menschengestalt. Er ist das lebendige Brot, er ist der Sohn Gottes, der von seinem Thron herabgekommen ist und auf die Erde gekommen ist, um die Welt zu retten. Der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, für seine Kinder. Der Herr Jesus gab sein Leben. Der Herr Jesus hat die Vollmacht, sein Leben zu geben. Und er hat die Vollmacht, sein Leben wiederzunehmen. Und diesen Auftrag hat er vom Vater bekommen, sein Leben für seine Kinder zu geben. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Der Vater hat alles in die Hand seines Sohnes gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie auch den Vater ehren. Aber wer den Sohn nicht ehrt, der hat den Vater nicht. Wann hört ihr auf, endlich mit eurem Unglauben gegenüber dem Sohn Gottes? Warum könnt ihr nicht glauben? Ja. Ich könnte schon wieder so viele Verse vorlesen, warum ihr nicht glauben könnt. Erstens, die Verstocktheit im Herzen. Zweitens, der Vater hat euch nicht auserwählt, noch nicht. Drittens, Jesaja hat gesprochen, er hat ihre Herzen verhärtet und ihre Augen verhüllt, damit sie nicht mit den Ohren hören, noch mit dem Herzen glauben und sich bekehren und ich sie heile. Nicht jeder ist auserwählt für das ewige Leben. Nur diejenigen, die auch ein reumütiges Herz haben und vom Vater auserwählt ist. Die Bibel sagt, alle Kinder Gottes, die an den Sohn Gottes glauben, sind auserwählt worden seit der Erschaffung der Welt an. Wir sind auserwählt worden, bevor die Welt geschaffen wurde, zur Sohnschaft in Christus Jesus. Niemand kann zu mir kommen, spricht der Sohn, es sei denn, es ist vom Vater gegeben worden. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, sagt der Herr Jesus. Wer zum Sohn Gottes kommt, der wird niemals hinausgeworfen werden.
aber ihr kommt nicht zu ihm. Ihr rebelliert gegen ihn. Ihr rebelliert gegen den Heiligen Geist. Ihr wollt nicht zu ihm kommen. Ihr wollt nicht das ewige Leben empfangen. Ihr liebt den Tod mehr als das Licht. Ihr liebt die Dunkelheit und die Finsternis mehr als das Licht, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er sagt in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherwandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ihr verleugnet das Licht. Ihr liebt die Finsternis, wenn ihr nicht zum Sohn Gottes kommen möchtet. Ihr liebt den Hass. Ihr liebt es. Ihr liebt eure Sünden mehr als das Licht. Wie gesagt, Leute, ich sag euch, ich mache keine halben Sachen mehr. Wenn ich zurück nach Hause komme, ich bin zurzeit wieder in der Nähe von Frankfurt. Ich chill hier irgendwo im Wald, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin irgendwo im Wald und wollte einfach mal live gehen und den Leuten die Wahrheit sagen. Aber ich sage euch, meine Lieben, wenn ich zurück nach Hause komme, ich werde anfangen, so viele Videos zu machen und dann werde ich euch zeigen, alle Koranverse, die mit Morddelikten und mit Mordbefehlen zu tun haben und dann die ganzen Hadithe. Wir werden uns alles anschauen, in Ruhe, in Livestreams und in Videos, damit ich denen zeigen kann, was für einen satanischen Glauben Mohammed vollzogen hat durch den verfluchten Engel, der Satan, der sich als Engel des Lichts ausgegeben hat und ihn getäuscht hat im Berg Jabal in der Höhle von Hira. Und die Bibel sagt ganz klar in Galater 1, Vers 8, verflucht ist ein Mensch oder ein Engel, die euch ein anderes Evangelium verkündigen. Und dieser Mensch ist Mohammed und dieser Engel ist der verfluchte, gefallene Engel namens Luzifer. Und auch genannt auch der Satan, der sich als Engel des Lichts ausgegeben hat und Mohammed gesagt hat, dass er Gabriel ist. Aber er ist nicht Gabriel, denn Gabriel verkündigt 600 Jahre vorher den Sohn Gottes. Was denken sich die Muslime? Gabriel verkündigt den Sohn Gottes in Lukas 1 und Lukas 2 und plötzlich kommt 600 Jahre später Gabriel in Saudi-Arabien und sagt, uhu, haha, ich habe euch alle verarscht, ich habe euch alle in die Hölle geschickt, ich habe euch verarscht vor 600 Jahren. Was denkt ihr euch Muslime? Denkt ihr wirklich, Engel Gabriel stellt sich gegenüber dem Willen Gottes und gegenüber der Prophezeiung im Alten Testament? Was denkt ihr euch? Was ist das für ein Schwachsinn? Leute, was ist das für ein Schwachsinn? Also ohne Spaß, was ist das für ein Schwachsinn, was die glauben? Denkt ihr wirklich, Engel Gabriel kommt 600 Jahre später und sagt, ich habe euch alle verarscht, weil Engel Gabriel von Anfang an den Sohn Gottes verkündigt hat? Was ist das für ein Schwachsinn, was die Muslime glauben? Ich verstehe sie nicht. Ich sag's euch, Leute. Ich würde es gerne verstehen. Aber ich kann es nicht. Warum? Weil ich mich nicht so menschlich gebe und fleischlich gebe, wie die Muslime sind, weil sie nicht geistlich sind. Denn wer aus Gottes Geist wiedergeboren ist, der erkennt die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes, der ewige Gott im Fleisch ist, gekreuzigt und auferstanden ist. Der Geist Gottes bekennt das und der Geist Gottes redet das aus einem Menschen. Aber die Muslime, die weder den Vater haben, noch den Sohn, noch den Heiligen Geist, ja, die können nicht mal glauben. Warum? Weil der Geist des Antichristen präsent ist in dieser Welt. Seit 1400 Jahren. Seit 2000 Jahren. Ja, eigentlich seit 2000 Jahren. Nach der Kreuzigung ist alles geschehen. Nach der Kreuzigung hat der Satan sich hingesetzt, nachdem er gerichtet worden ist und gesagt zu seinen Dämonen, los, meine dämonischen Engel, lass uns eine Religion gründen, die alle Lehren des Christus ablehnt und das ist der Koran. Der Satan hat sich hingesetzt mit seinen Dämonen, einen Plan gemacht. 600 Jahre später hat er den Plan vollzogen mit dem Islam, um alle Punkte und Grundlagen des ewigen Lebens zu verleugnen. Ja, wie die Geister, diese dämonischen Geister kommen. Seht ihr? 264 Menschen. Wenn man über die Wahrheit spricht, wie der Satan seine Dämonen in meine Leib schickt, diese ganzen Muslime. Wer hat dich denn verarscht? Was redest du da? Jesus ist nur ein Prophet. Pass auf, was du sagst. Ja, was möchtest du denn machen? Natürlich schickt der Satan seine Dämonen in mein Leib. Das macht er seit 8 Monaten. Seit 8 Monaten schickt der Satan seine dämonischen Geister in mein Leib durch die Muslime, um mich zu beleidigen, mich zu hetzen,
Aber das interessiert mich nicht. Ich kenne den Geist des Antichristen, auch durch TikTok. Seit 9 Monaten sehe ich das. Als ich 1000, 2000 Zuschauer hatte damals auch, wie der Satan seine dämonischen Geister in mein Live schickt, um zu hetzen. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, und alles andere, die nicht den Sohn Gottes bestätigen, ist nicht von Gott, dem Vater. Der Teufel hasst die Wahrheit. Der Teufel möchte nicht hören, Jesus ist Gott oder Jesus ist der Sohn Gottes oder Jesus ist wahrhaftig gekreuzigt und wahrhaftig auferstanden. Der Teufel hat ein Problem damit. Allah hat ein großes Problem damit, die Schlange in Sura 354, der Täuscher im Arabischen, der Täuscher. Ja, dein Gott hat ein Problem damit. Der Geist des Antichristen hat ein Problem damit. Und die ganze Welt ist unter dem Einfluss des Bösen, wie die Bibel sagt. Und die meisten Menschen verlieren sich selbst in die Hölle. Über 6 Milliarden Menschen, wenn sie nicht Buße tun, sind sie auf dem Weg in die Hölle. Die Bibel sagt, groß ist der Weg, weit ist der Weg, in der das Verderben führt in die ewige Hölle. Und viele Menschen sind es, die auf diesem Weg gehen. Und schmal ist der Weg, klein ist der Weg, der ins ewige Leben führt. Und wenige Menschen sind es, die auf diesem Weg gehen. Und dieser schmale Weg ist Jesus Christus, wenn du im Heiligen Geist wiedergeboren bist und nach dem Willen Gottes, des Vaters und des Herrn Jesus lebst. Das ist der schmale Weg, die schmale Pforte. Schon witzig, ne? Geh zum Therapeuten. Da braucht einen Psychologen. Ja. Lästert weiter gegen den Heiligen Geist, ne? Wenn der Heilige Geist die Wahrheit ausspricht, sagen sie, du brauchst einen Psychologen. Ja, mein lieber Muslim, nein. Du brauchst einen Psychologen. Du brauchst den Herrn Jesus. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst einen Arzt. Jesus ist der beste Arzt. Du brauchst einen Arzt, und dieser Arzt ist Jesus Christus, der deine Seele retten kann und deinen antichristlichen Geist entnehmen kann und seinen Heiligen Geist dir geben kann. Du brauchst Hilfe, mein Lieber, nicht ich. Ich bin schon gerettet. Ich bin ein intelligenter Mensch. Ich weiß, dass ich den Heiligen Geist habe. Ich weiß, dass Jesus die Wahrheit ist. Jesus hat sich mir offenbart, als ich den Islam verlassen habe. Jesus hat durch den Heiligen Geist mich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Jesus hat mich zu einer neuen Person gemacht. Jesus ist der wahrhaftige Gott. Ich kenne ihn. Jesus spricht in meinen Geist. Ich habe eine lebendige Beziehung mit meinem Vater im Himmel durch Jesus Christus. Aber geh du lieber zum Arzt, nämlich zum Herrn Jesus, und rette deine wunderschöne Seele. In deinem Unglauben, der Satan, der dich innerlich zerfrisst durch den Unglauben und dich eines Tages in die Hölle schicken wird, wenn du nicht Buße tust und umkehrst von deinen verkehrten Wegen. Mein Lieber, das kann ich dir sagen. Suche weiter die Ehre, schwachsinnigen Sachen. Der Einzige, der von euch verwirrt ist, ist der Geist des Antichristen in euch, die nicht bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ihr seid verwirrt im Geist, ihr seid getäuscht im Geist, wenn ihr nicht bekennt, dass Jesus der Herr ist, der ewige Sohn Gottes und gekreuzigt und auferstanden ist. Ihr braucht den Sohn Gottes. Sie wissen gar nicht, dass wir eine Beziehung mit unserem Schöpfer haben, ne? Sie wissen gar nicht, dass Gott in unseren Geist spricht als wiedergeborene Christen. Sie wissen gar nicht, dass wir unsere Gebete erhört werden. Sie wissen nicht, dass Menschen im Namen Jesus geheilt werden. Sie wissen gar nicht, dass Wundertaten heute noch geschehen durch den Namen Jesus. Und dass selbst die Dämonen den Sohn Gottes bezeugen in Lukas 8 und die Dämonen einen größeren Glauben als die Muslime haben. Selbst die Dämonen wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und die Muslime leugnen ihn trotzdem. Das ist schon krass, wenn die Dämonen einen größeren Glauben als die Muslime haben. Ne? Schon traurig eigentlich. Was für eine Strafe für die Menschen, die wirklich den Sohn Gottes leugnen. Das ist krass. Da kommt mir 2. Thessalonicher Kapitel 1 hinter. Da steht ganz klar 2. Thessalonicher. Diejenigen, die nicht im Evangelium Gottes durch Christus gehorsam sind, sie werden ewige Strafe erleiden vor dem Angesicht des Herrn und der Herrlichkeit seiner Kraft. Ewiges Verderben, weil sie nicht gehorsam waren der Wahrheit gegenüber dem Evangelium durch Christus. Sie schicken sich selber in die Feuersee. Es ist mega traurig. Ich wünsche ihnen nicht mal die Feuersee, ne? Ich wünsche niemanden. Ich wünsche niemanden die Hölle. Darum rede ich auch zu den Muslimen mit harten Worten, damit sie endlich mal ihren, weiß ich nicht, ihren Ohrenschmalz oder ihren antichristlichen Geist ablegen und endlich mal zuhören und die Tomaten hinter ihren Ohren ablegen und endlich mal zuhören, was ich da sage, dass die Bibel jedem Menschen einen
antichristlichen Kind des Teufels nennt, wenn er nicht an den Sohn Gottes glaubt und in seinen Sünden stirbt. Ja, deine Ohren auf, anstatt Blödsinn in den Kommentaren reinzuschreiben. Mich interessiert nicht mal ein Kommentar von einem Muslim, der sowieso Unwahrheiten schreibt, weil der Geist des Antichristen sowieso mich nicht bestätigen kann, weil nur meine Geschwister mich bestätigen können. Okay. Darum interessiert mich auch nicht die Meinung eines antichristlichen Geistes, der nicht aus Neuem geboren ist. Wir leugnen ihn nicht, er ist ein Prophet. Ja, genau das schickt dich in die Hölle. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, 2. Moses, Kapitel 3, Vers 14. Ich bin der Ich Bin, das ist der Name Gottes. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott Jahwe bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn du glaubst, Jesus ist nicht das Wort Gottes, Gott im Fleisch und der ewige Sohn Gottes, du gehst laut der Bibel in die Hölle. Denn wer den Sohn ablehnt, der lehnt das ewige Leben ab und schickt sich selbst in die Hölle. Wenn du glaubst, Jesus ist nur ein Prophet, so bist du ein Lügner. Und der Vater der Lügen, wie auch dein Vater ist, der dich anlügt in deinem Geist, nämlich der Teufel. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, mein Lieber. Jesus ist Gott. Ich habe keine Lust mehr, damit, dass diese antichristlichen Geister. Ich möchte, dass wir ein bisschen so reden, bis diese ganzen muslimischen, dämonischen Geister mal ein bisschen vom Leib rausgehen, damit der Satan nicht mehr seine Vasallen in mein Leib schlägt. Seit 9 Monaten sehe ich das, 8, 9 Monaten. Immer schickt der Teufel seine muslimischen Gefährten in meine Lives rein, um mich zu hetzen. Warum rede ich so harte Worte? Weil es so ist. Weil die Bibel ganz klar sagt, dass der Geist des Teufels den Sohn Gottes ablehnt, die Kreuzigung ablehnt und die Auferstehung ablehnt. Ihr versteht es nicht. Das ist die Bibel. Die Bibel sagt, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Der Herr Jesus hat selbst die Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, Kinder des Teufels genannt. Glaub mir, der Herr Jesus würde jeden einzelnen von euch Muslimen genauso Kinder des Teufels nennen, wie auch in Johannes 8,44, als er gesagt hat, ihr habt den Teufel zum Vater, weil ihr den Sohn ablehnt. Und wer den Sohn ablehnt, der hat den Teufel zum Vater, weil der Vater, Gott der Vater, Gott der Vater, wenn er ihn auserwählt, bezeugt dieser Mensch auch, dass Jesus Gott ist. Und dass Jesus der Herr ist, der Sohn Gottes. Aber der Geist des Teufels kann nicht bekennen, dass Jesus der Herr ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er wahrhaftig gekreuzigt und auferstanden ist. Das sagt die Bibel auch in 1. Johannes Kapitel 4. Prüft die Geister, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. So, wer ist im Fleisch gekommen? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das Wort, Jesus ist Gott, das Wort. Und das Wort Gott wurde Fleisch, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Jeder Mensch, der bekennt, dass Jesus Christus Gott im Fleisch das Wort ist, der ist aus Gott. Und jeder Mensch, der nicht bekennt, dass Jesus Gott im Fleisch das Wort ist, der ist nicht aus Gott und das ist der Geist des Antichristen. Ihr Muslime habt den Geist des Antichristen, diesen teuflischen, dämonischen Geist, der alle Grundlagen des ewigen Lebens durch die Bibel leugnet. Der Geist des Zorns, der Geist des Ungehorsams, der Geist des Antichristen leugnet den Sohn Gottes und alle anderen Grundlagen des ewigen Lebens. Naja. Ich werde auf ein paar Fragen antworten. Wenn ich wieder solche dummen Kommentare höre, dann habe ich wirklich keine Lust. Ich möchte mal Kommentare lesen, die nicht so dermaßen hirnverbrannt sind, wo ich denke, wirklich spricht da jetzt ein 6-Jähriger oder ein 30-Jähriger Ali, der den Geist des Antichristen hat und einfach nur hetzen möchte. Ich gehe nicht auf 0815 muslimische. Diese Fragen sind so hirnverbrannt. Ne?
Sie haben noch nie einen richtigen Vers aus der Bibel gelesen und kommen rein und kommentieren Blödsinn. Hol dir erstmal Grundwissen aus der Bibel, Allgemeinwissen aus der Bibel, bevor du in ein christliches Live kommst zu einem Ex-Muslim, der mehr Ahnung hat vom Koran und von den Hadithen und von den Tafsiren als du und mehr Ahnung hat von der Bibel als du. Komm mit einem gewissen, gesunden Allgemeinwissen zu mir, anstatt solche hirnverbrannten Fragen zu stellen. Seit 9 Monaten kommen dieselben Fragen. Es kommen immer diese dummen Fragen. Wie kann Jesus Gott sein? Die Bibel sagt, Jesus ist Gott, das Wort Gottes, ein Wesen, eine Essenz mit dem Vater. Das Wort ist Gott. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Er war in der Welt, Jesus war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen worden. So, komm mir mit richtigen Fragen. Komm mir mal mit der Frage, ist Jesus Gott im Alten Testament? Das wäre eine schöne Frage. Ist Jesus Gott im Alten Testament? Das wäre eine richtige, gute Frage für einen Muslim. Dann würde ich ihm jeden Vers geben aus dem Alten Testament über die Gottheit des Herrn Jesus. Oder was ist das Konzept des Messias aus dem Judentum und dann im Christentum? Wer ist der Messias? Dann könnte ich das beantworten. Der Messias ist nicht einfach nur ein Mensch oder ein Prophet, sondern der Messias ist Gott in Menschengestalt, wie Jesaja gesagt hat. Stellt doch mal vernünftige Fragen, anstatt mit euren hirnverbrannten Fragen zu kommen, die jeder sechsjähriger Christ beantworten könnte. Wirklich. Stellt doch mal vernünftige Fragen. Wirklich, ihr kommt immer mit diesen selben 0815 unlogischen Fragen. Es ist unglaublich, meine lieben Muslime. Holt euch einen gesunden Allgemeinwissen und dann kommt zu mir. Dann seid ihr gerne willkommen. Wer war euer Gott, bevor Jesus auf die Welt kam? Jesus Christus ist schon immer Gott gewesen. Da steht in Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8, mein lieber Muslim. So, ich hoffe, man hört mich. Als Jesus in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jesus war kein Mensch. Jesus war in Gottes Gestalt. Als Jesus in der Gestalt Gottes war. Moment, warten wir mal ein bisschen, bis die Verbindung wieder besser wird. So, jetzt können wir anfangen. Die Bibel sagt nicht, dass Jesus ein Mensch war. Die Bibel sagt, Jesus war in Gottes Gestalt, in Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Als Jesus in der Gestalt Gottes war, da war er kein Mensch, sondern er hat dann Menschengestalt hinzugefügt. Als Jesus in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus war in Gottes Gestalt, hat seinen Thron und seine Gottesgestalt verlassen und der Vater hat den Sohn durch den Geist in die Maria hineingeboren und der Sohn Gottes, die zweite Hypostase, die zweite Person Jahwes, wurde Mensch. Und der Vater hat keine Gestalt in der Hinsicht, dass die Bibel sagt, Gott ist Geist, also der Vater ist Geist und der Vater durch seinen Geist im Sohn ist im Sohn und der Sohn ist im Vater. Der Herr Jesus sagt, der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Und niemand hat Gott je gesehen, außer Jesus, der vom Vater kommt. Er hat ihn gesehen. Und er sagt die Bibel in Kolosser 1, Vers 15, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der sichtbare Gott. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Warum? Weil Gott nicht sterben kann. Gott musste Mensch werden, um fleischlich zu sterben, mein lieber Muslim. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, um zu sterben. Weil Gott nicht sterben kann, musste Gott Mensch werden. Und Gott wurde Mensch in Jesus Christus, das sagt das Alte und das Neue Testament. Und Gott starb für deine Sünden am Kreuz, einen menschlichen Tod. Und Gott, der Vater, hat dann die Seele bzw. Jesus von den Toten am dritten Tag auferweckt. Und Jesus hat durch die Auferstehung den Tod besiegt und hat den Teufel gerichtet. Und darum sagt die Bibel, der Teufel ist gerichtet. Und weil der Teufel gerichtet ist, musste der Teufel eine neue Religion gründen. Das ist die Religion des Islams 600 Jahre später, die alle Grundlagen der Lehre des Herrn Jesus Christus verleugnet. So, jetzt haben wir es abgehakt. Jesus war kein Mensch. Jesus war in Gottes Gestalt, hat seine Gottesgestalt abgelegt. Der Vater hat den Sohn gesandt, durch den Geist in die Maria, Jesaja 48, 16, Altes Testament.
Der Messias wird angekündigt in so vielen Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Über 350 Prophezeiungen über den Messias, die alle eingetroffen sind über die Person Jeschua, Jesus Christus. Der Herr Jesus hat ein perfektes, sündloses Leben geführt, hat alle mosaischen Gesetze und 10 Gebote gehalten und Jesus ist durch das Bewerkstelligen der Gebote zur Erfüllung des Gesetzes geworden, weil er sündlos ist und nur Gott ist sündlos, weil Gott keine Sünde kennt. Niemand ist sündenfrei. Jeder Prophet hat Sünde. Moses hat Sünden, David hat Sünden, Jesaja hat Sünden. Jesus hat keine Sünde, weil Gott keine Sünde kennt. Gott ist Jesus Christus, das Lamm Gottes. Wie Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Der Sohn ist kein Prophet. Der Sohn ist das Wort Gottes, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Meisten hier Intelligenzverweigerer. Amen. Rico, das ist so ein schöner Satz von dir. Die meisten hier sind Intelligenzverweigerer. Ihr verweigert eure Intelligenz wirklich. Manchmal denke ich mir, da sind Menschen mit einem Intelligenzquotient von 47 oder 31. Wirklich. Das stimmt. Intelligenzverweigerer, Allgemeinwissenverweigerer, antichristliche Geister, der Wahrheit ungehorsam. Das stimmt absolut. Es ist wirklich die Wahrheit. Blocken die Wahrheit, weil der Teufel im Nacken sitzt. Ja, es ist so. Wie du schon gesagt hast, Intelligenzverweigerung. Slow-Minded. Auch ein schönes Wort. Slow-Minded. David, du sagst, du bist kein Muslim, du bist Jude. Dann, mein lieber David, dann lies bitte Jesaja Kapitel 53. Lies Jesaja Kapitel 53, das in den Synagogen der Juden nicht vorgelesen wird, damit der Jude nicht gerettet wird. Und dann lies auch auf Johannes 8, Vers 12 bis 58. Lies als Jude Jesaja 53 und Johannes 8, Vers 12 bis 58. Im Alten Testament ist es so geschrieben, denn Gott ist Jesus, der allmächtige Gott ist der Vater. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Der Sohn ist aus dem Vater hervorgegangen. Der Sohn ist verbunden mit dem Geist, dem Heiligen Geist. Der Vater und der Sohn sind mit einem Geist, nämlich dem Geist, der aus dem Vater hervorgegangen ist, und der Sohn, der aus dem Vater hervorgegangen ist, gezeugt, hervorgegangen, nicht geschaffen, wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht. Das verstehen die meisten aber nicht, dass der Sohn eine Essenz, ein Wesen mit dem Vater ist. Drei Hypostasen, ein Gott. Jesus hat nicht mal die Anforderungen des Messias erfüllt. Ja, das sagt auch ein verstockter Jude wie du, der keine Ahnung hat von der Tora. Lies mal deine Tora mal richtig. Es gibt über 63.000 Hinweise zur Kreuzigung des Herrn Jesus Christus in der Tora. Also, du hast keine Ahnung von der Tora. Und da muss ich erst gar nicht mit dir spekulieren und mit dir diskutieren, weil es über 63.000 Verweise auf die Kreuzigung gibt und die der Herr Jesus auch vollzogen hat und in Jesaja 53 für unsere Sünden durchbohrt worden war im Alten Testament. Also, du bist auch ein Intelligenzverweigerer und auch ein Tora-Verweigerer, weil du der Tora nicht glaubst. Würdest du der Tora glauben, würdest du Jeschua, HaMashiach, glauben, dem Sohn Gottes? Du hast keinen Respekt vor anderen Religionen. Ich habe keinen Respekt vor dem Teufel, der die Religion gegründet hat. Das ist eine bessere Antwort, ja. Ich habe keinen Respekt vor dem Teufel, die Religionen gegründet hat und den Sohn Gottes verweigert hat und verleugnet hat. Da hast du recht. Ich liebe und respektiere jeden Menschen als Person, aber nicht den Geist des Antichristen. Da hast du recht. Ich liebe dich als Person, ich liebe dich als ein Mensch, aber ich liebe nicht den Geist des Antichristen hinter dir als Muslim, der dich in die Hölle schicken möchte, weil der Geist und dieser dämonische Geist in dir und in jedem Menschen, der nicht wiedergeboren ist,
den Sohn Gottes verweigert und das ewige Leben verweigert und alle Grundlagen des ewigen Lebens und die Lehre des Christus ablehnt. Das sind die dämonischen Geister, die nicht zuhören möchten und den Menschen in die Hölle schicken möchten. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Geister. Gegen dämonische Geister in den Menschen, die nicht wiedergeboren sind und nicht bekennen wollen, dass Jesus der Herr ist. Unerlöste Seelen, die Hilfe brauchen. Seelen, die nicht erlöst sind. Du bist nicht allwissend. Wer hat gesagt, dass ich allwissend bin? Aber der Geist Gottes gibt mir Weisheit und gibt mir die Gabe zu weissagen in der Hinsicht, dass ich es so von mir aus reden kann, wie auch der Geist mir gibt. Ich bin weder allwissend, noch bin ich ein Heiliger, noch bin ich ein, weiß ich was, sondern ich bin ein Kind Gottes und freigesprochen durch den Sohn und ein Ex-Muslim und kenne die Wahrheiten aus deiner Religion, die dich ja, vernichten, kaputt machen, dich innerlich auffressen, weil du keine Ruhe im Herzen hast. Ich weiß, wenn ich heute sterbe, dass ich in den Himmel komme. Du weißt das nicht. Warum? Weil Allah im Koran ganz klar sagt, schon witzig, wenn man in ein Live reinkommt. In ein Live, wo ich der Chef bin und der Host bin und zu mir sagt, rede nicht. Adios, amigos, muchacho. Möge der Herr dich segnen. Guten Flug, mein Lieber. Ja, rettet eure wunderschönen Seelen. Leute, schreibt mal in den Kommentaren rein, Jesus ist Gott. Schreibt mal alle in den Kommentaren, Jesus ist Gott. Damit die Menschen mal sehen, dass der Geist Gottes stärker ist als der Geist des Antichristen. Schreibt mal alle rein, Jesus ist Gott. Amen. Der Herr Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit wahrhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 9. Ich wiederhole, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus Christus, sagt die Bibel. Die Kinder des Teufels schreiben Astaghfirullah. Ja, na klar, weil ihr keine Ahnung habt vom Heiligen Geist. Und die Kinder Gottes schreiben Amen. Ja, ist Standard. Seit 9 Monaten dasselbe. Sie lästern gegen den Heiligen Geist, indem sie dieses Astaghfirullah schreiben, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr. Da sieht man auch, wie der Geist des Antichristen in denen arbeitet. Jesus sagt selber in der Bibel, er ist nicht Gott. Bitte liest eure Bibelbuch richtig. Du bist auch ein Lügner und ein Antichrist. Jesus sagt, ich bin Gott. Johannes 8, 24, Johannes 8, 50, Johannes 1, 1, 1, 3, 1, 10, 1, 14. Johannes 5, Abvers 21, Johannes 6, Abvers 39 bis 44. Johannes 12, Vers 44 bis 45, Johannes 20, 28, 1. Johannes 5, Vers 20, Titus 2, 13, Kolosser 1, 15 bis 18, Römer 9, 5, 2. Petrus 1, Vers 1, Offenbarung 1, 8, 1, 17, 1, 18, Offenbarung 1, 12 bis 13, Offenbarung 5, 13, Offenbarung 21, 7, Offenbarung 22, 13 und so viele andere Verse, wie zum Beispiel Markus 14, 61, 62, und so weiter.
aber ihr seid ja Heuchler auf Arabisch, Munafiqs. Und nicht glauben wollen. Also, liest du erstmal die Bibel richtig, bevor du hier rein heuchelst und rein lügst, dass Jesus nicht sagt, dass er Gott ist. Schon witzig, wie man einen Lügner entlarvt. Seht ihr das, wie die Muslime lügen? Wie sie Takia treiben, weil ihr Gott sagt, der Luzifer, ihr Gott, dass sie Takia machen dürfen und lügen dürfen, wenn es um ihre Religion geht. Seht ihr, wie man einen Lügner entlarvt durch das Wort Gottes? Schweinefleisch ist bei denen haram, Lügen ist halal bei denen geworden. Bei denen ist Lügen halal geworden, Leute. Sie dürfen lügen. Sie haben den Geist des Antichristen, sagst du? Ja, haben sie. Und möge der Vater und der Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes ihnen die Augen öffnen und den Muslimen ihre Seelen retten, damit sie zur Wahrheit kommen und die Liebe Gottes in Christus empfangen möchten und den Heiligen Geist empfangen und ihre Seelen verewiglichen. Na, das wünsche ich ihnen. Islamische Propaganda, Hetze, Lügen, Takia, Shahada und andere dämonische Sachen werden hier gestummt von meinen Moderatoren. Wenn du hetzt und wenn du beleidigst, wirst du gestummt. Wenn du keine gewisse Erziehung genossen hast und nur hetzt, dann wirst du auch gestummt. Wenn du respektvoll bleibst und einfach zuhören möchtest und Fragen stellen möchtest, bist du willkommen. Andererseits kannst du gerne einmal nach unten swipen und den Livestream verlassen. Und ich wünsche dir Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und adios, amigos, guten Flug. Liebe Herr, Ihre Herzen für die Weiterführung für die Welt. Amen. Guck mal, Leute, ich bin irgendwo. Als wäre ich irgendwo in Kurdistan, Leute. Als wäre ich irgendwo am Ende der Welt. Ich habe selber keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich muss dann Google Maps einschalten und Richtung Bahnhof gehen. Ich sollte was essen gehen. Ja, ich gehe dann was essen. Hast du die Bibel überhaupt richtig gelesen? Ja, vernünftiger als du anscheinend. Sonst würdest du diese Frage nicht stellen und wissen, dass ich genug Ahnung habe, um zu wissen, dass Jesus der Herr ist. Und genug Ahnung habe von den Verweisen der Chronologie vom Alten bis zum Neuen Testament und die Verweise und die Bestätigung vom Alten bis zum Neuen Testament und die Erfüllung der Propheten durch den Sohn Gottes. Ja. Ich habe dir gesagt, Memes, sei respektvoll, sonst würdest du jetzt nicht. Wie nennt man das nochmal? Den Schleudersitz, genau. Jetzt hast du den Schleudersitz bekommen. Wieso verbreitest du Hass? Bist schon deprimiert. Eine andere Frage: Warum verbreitet dein Gott namens Allah Hass über 25 Mordkommandos in deinem Koran? Dein Gott ist Hass in Person. Dein Gott kennt deine Liebe. Es gibt nicht ein Wort von Liebe im Koran. Das ist meine Frage an dich. Ich stelle hier die Wahrheit vor und die Lüge vor. Die Lüge, die der Islam und der Koran dir erzählt und die Wahrheit, die die Bibel dir erzählt. Die Liebe Gottes aus der Bibel und der Hass aus dem Koran. Wer verbreitet die Hass? Ich expose deinen Hass von deinem Gott.
weder verbreite ich Hass, sondern ich verbreite Wahrheit und Liebe, dass Gott dich liebt und Gott wurde Mensch, um deine Hölle und deine Sünden auf sich zu nehmen, als der Vater durch das Fleisch des Sohnes alle Sünden der Welt auf das Fleisch des Sohnes verurteilt hat und durch das Fleisch des Sohnes gesöhnt hat. Das ist das Evangelium, dass Gott Mensch wurde, um dir ewiges Leben zu schenken. Das ist die Liebe. Und wenn du das als Hass abstempelst, ja, dann bist du die Person des Hasses in sich, weil wie dein Gott namens Allah das alles verleugnet hat im Koran, nämlich die Vergebung der Sünden durch das Kreuz und alle anderen Sachen. Eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich versuche hier Seelen zu retten, aber ich sehe seit über eine Stunde, eineinhalb Stunden, dass die Menschen so dermaßen verstockt sind, beziehungsweise die Muslime, dass wollen. Ich mache lieber Videos, ganz ehrlich. Diese ganzen Livestreams, die bringen schon Frucht. Sehr viele Menschen sind bekehrt. Sehr viele Menschen sind durch den Heiligen Geist, der aus jedem wiedergeborenen Geschwister spricht und aus mir spricht, gerettet worden. Es bringt Frucht, aber ich mache lieber Videos gegenüber den Unterschieden zwischen Koran und Bibel und so weiter und expose mal diese ganzen satanischen Sunna-Eigenschaften von Mohammed, die er getrieben hat, anstatt mir meine Zeit zu rauben von antichristlichen Geistern, die nicht verstehen wollen, dass ihre Religion laut der Bibel teuflisch, satanisch ist. Denn der Teufel leugnet den Sohn Gottes, die Kreuzigung und die Auferstehung, wie der Herr gesagt hat zu Petrus, weiche von mir, Satan, als Petrus nicht wollte, dass er gekreuzigt wurde und der Herr ihn strengst ermahnt hat. Oder in Johannes 12, als der Teufel durch das Werk am Kreuz verurteilt worden ist. Und viele andere Verse, die darauf hindeuten, dass jeder ein Kind des Antichristen ist, der den Sohn Gottes verleugnet und alles andere. Ich mache lieber Videos davon. Warum soll ich meine Zeit verschwenden mit Menschen, die sowieso nicht glauben wollen, die nur zum Hetzen da sind, weil der Satan seine Dämonen vorschickt in den christlichen Lives durch die Muslimen, um zu lügen, zu hetzen und sich Bestätigung und Aufmerksamkeit suchen. Ich suche weder Aufmerksamkeit, noch möchte ich irgendwelche Followers oder Likes. Ich möchte dir die Wahrheit sagen, damit deine Seele verewigt wird, damit du am Hochzeitsmahl des Namens eines Tages im Reich Gottes bei mir sitzt und sagst: Alan, ich bin dir sehr dankbar, dass ich die Religion, die jetzt in der Feuersee ist, namens Islam, dass ich sie abgelehnt habe und durch dich und die Kraft des Heiligen Geistes gerettet bin und ich mit dir einen Tee trinken kann im Reich Gottes. Aber nein, was möchtest du? Du verurteilst deine Seele noch mehr mit deinem Unglauben hier im Reich und das weiter, den Heiligen Geist. Petrus sagt nicht, dass er ein Prophet ist. Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr, nicht Menschen haben dir das offenbart, sondern der Vater hat dir das offenbart, dass ich Gott im Fleisch bin. Also du bist auch ein Heuchler und ein Lügner, wenn du das von dir gibst. Du und Bus und kehrt um, Muslime. Ich war auch mal Muslim. Jesus hat dich gerettet. Baki, Gott segne dich. Der Herr segne dich. Möge der Herr noch mehr Seelen retten aus dieser falschen Religion. Ich bete sowieso fast jeden Tag für die. Wenn es gut läuft, eigentlich jeden Tag für die Muslime und alle anderen. Sie hassen mich, sie verfolgen, sie lügen gegen mich. Sie hetzen gegen mich, ich bete für sie. Leute, sie hassen mich, ich liebe sie. Sie verurteilen mich, ich segne sie. Sie beleidigen mich,
Ich segne Sie. Sie machen keine Dua für mich. Weil will ich auch nicht, dass Sie zu Ihren dämonischen Geistern Dua machen. Aber ich bete gerne für Sie, zum Vater im Namen des Herrn Jesus, dass Ihre Seelen gerettet werden. Weil mein Gott sagt nicht, tötet die Kuffar. Mein Gott sagt nicht, tötet die Ungläubigen, sondern mein Gott sagt, betet für die Ungläubigen. Betet, dass sie gerettet werden. Das sagt mein Gott. Mein Gott ist nicht Allah, der sagt, tötet die Ungläubigen. Denn der Teufel spricht aus deinem Buch, tötet die Juden und die Christen, Sura 9. Mein Gott sagt, vergebt einander, damit euer himmlischer Vater euch vergibt. Liebe Gott und deinen Nächsten. Segne diejenigen, die verfolgen und gegen euch lieben. Leute, ich bin auf der Autobahn, es kann laut werden. Ich bin oberhalb der Autobahn. Ich muss von der Autobahn weg. Ich bin kein Aram mehr. Oh, danke schön für das Geschenk. Wer hat mir das geschickt? Ah, Michael hat mir das geschickt. Gott segne dich, Michael. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Danke für diesen Tag. Der Herr segne dich. Danke schön für das Geschenk, mein Lieber. Das ist genau richtig. Amen. Genau. Genau so ist es. Alan, du bist der Beste. Weiter so, Brüder. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist alle Kinder Gottes segnen. Möge der Herr euch alles geben. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist alle Ketten der Sünden von euch brechen und euch und eure Namen und von euren Familien die Namen des Lebens eingeschrieben haben. Und dass eure Namen im Buch des Lebens seid. Denn alle, die nicht im Buch des Lebens sind, werden in die Feuersee geworfen. Und das sind leider alle Religionen, die den Sohn Gottes ablehnen, die am Ende am weißen Thron Gottes leider nicht gerettet werden, weil sie den Heiligen Geist gelästert haben durch ihren Unglauben gegenüber dem Sohn Gottes. Darum bete ich zum Vater im Namen des Herrn Jesus, dass ihre Seelen gerettet werden und dass der Herr euch, meine Geschwister, segnet. Ja, ist ganz wichtig. Wir Christen, diejenigen, die dem wahren Gott nachfolgen, den Gott Abraham, Isaak und Jakobs, wir segnen. Leute, die Verbindung ist so dermaßen schlecht gerade. Ab und zu wird die Verbindung nicht schlecht sein, Leute. Ich bin nicht in Österreich. Ich bin irgendwo in Frankfurt, Leute. Darum ist die Verbindung nicht so gut. Schon witzig, wenn man als Muslim reinkommt und der erste Satz schon eine Lüge ist. Ich verstehe die Menschen nicht. Wie kann ein Mensch in ein Live reinkommen und sofort anfangen zu lügen? Was ist das für ein dämonischer Geist, der sofort anfängt zu lügen? Alan, danke für deine Zeit und die Verkündung Gottes Wort. Gott segne dich, Isabelle. Und jeden hier. Leute, ich bin so goldgebraunt von der Sonne. Seht ihr das? Esmer. Kennt ihr das Wort? Ein kurdisches Wort, Esmer. Ich glaube, inhaltet auch Spiritualität, ist dir das noch nicht aufgefallen? Ist dir nicht aufgefallen, dass ich nichts zu tun habe mit dämonischen Zeitgeistern und Spiritualitätsgeschichten, wie auch Sternzeichen oder Wahrsagen oder Gläserrücken oder Ouija-Board oder Tarotkarten legen? Das ist alles dämonisch und New Age Witchcraft, Hexerei. Und damit hat
die Bibel nicht zu tun. Die Bibel sagt, wer solche Dinge verübt, der schickt sich selbst in die Hölle, wenn er nicht Buße tut, meine Liebe. Ist dir das nicht aufgefallen, dass du in die Feuersee kommst für diese spiritualitätsdämonischen Sachen? Habt ihr das gehört, was ich gerade gesagt habe, Leute, über diese Spiritualitätsgeschichte von dieser Frau, die das reingeschrieben hat? Oder soll ich mich wieder wiederholen? Bro, wo bist du? Sag mir nicht, du bist bei mir. Ich bin in QDH, Leute. Jan, ich bin in QDH. Ich bin in QDH. Hast du Muslime? Nein. Liebe Muslime, aber nicht den Geist des Antichristen hinter einem Muslim. Leute, ich verbrenne. I'm burning in the sun. Ich hol mir was zu trinken und setz mich dann hin, um was zu essen. Alan, dreh die Kamera. John, ich bin in QDH. Ich bin in QDH. Kennst du? Da, hier wohnt ein Rapper. Du kennst bestimmt den Rapper. Welcher Rapper wohnt in QDH? Leute, mir kommt so vor, dass ich rede und die Verbindung ist so, dass ihr einfach 30 Sekunden davor seid, also bevor ich rede. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich halt so rede und ihr kommt erst später nach. Mir kommt es irgendwie so vor. Wenn ich sehe die Nachrichten erst. Später. Heftiges Wetter. Ich verbrenne hier. Das erinnert mich an Prison Break, was ich damals geschaut habe. Bei der Staffel, wo er gesagt hat, der, der heute aufgewacht war. Als er heute aufgewacht war, der war noch weiß. So fühle ich mich gerade. Als ich heute noch aufgewacht war, war ich noch weiß. So. Die Mann steht jetzt zu trinken, weil ich jetzt. Ja. Werde ich auch dann gleich. Hast du was zum Trinken dabei? Nee. Ich bin gerade am Dehydrieren. Ich muss langsam was trinken. Danke dir für die schönen Worte und verbreite das Liebe an Jesus weiter. Amen. Ja, Amen. Der Herr Jesus liebt jeden Menschen. Der Herr Jesus liebt den Sünder und liebt aber nicht die Sünde. Der Herr Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Das ist nur möglich, wenn du das Geschenk des ewigen Lebens annimmst, wie ein Kind das Reich Gottes annimmst. Denn der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr gar nicht ins Reich Gottes eingehen. Und das ist nur möglich, wenn du endlich dein Herz öffnest für das Evangelium und zur Wahrheit kommst, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus, für dich am Kreuz starb und deine Sünden auf sich genommen hat und durch das Werk am Kreuz dir ewiges Leben geschenkt hat und deine Verurteilung weggenommen hat und du freigesprochen bist durch den Sohn. Das ist das Evangelium. Ja, es hängt so oft. Ja, Leute, tut mir leid, keine Ahnung, warum es...